Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Story of Seasons. Friends of Mineral Town, wir sind auf der Suche zum, wo wir am besten runterfallen. Ja, irgendwie klappt das nur, glaube ich, bei großen Dingen, habe ich hier so den Eindruck. Na ja, dann grabe ich mal so um. So. Einmal unten. So. Adamit brauchen wir, um so Maschinen herzustellen. Stimmt, was sie gestern auch feiern. Ich war gestern in den Club, der halt geschlossene Gesellschaft hatte. Alles Lustige ist, da kommen halt immer so Menschen vorbei und meinen halt, der Club hat schon offen. Aber er hat halt noch nicht offen. Das ist halt richtig lustig und das passiert sehr oft an Abend. Also da kommen wirklich. Boah, das Höchste, was mal vorbeigekommen war, waren, glaube ich, so 50 Leute oder so und so. Hat der Laden schon offen? Nein. Hat der Laden schon offen? Nein. Ist geschlossene Gesellschaft. ja. Ab. Nächste Woche hat er dann offen und ich schätze, da wird einfach die Hölle los sein. Aber mal schauen. Ja. Auf jeden Fall, ich wollte ja von diesen Erlebnissen gestern erzählen, von der einen Freundin, die halt so ein bisschen Stress mit ihrem Freund hatte und dann meinte so, ja, kann ich den eigentlich mitbringen? Und ja, dann war der so dabei. Und er hat einfach nur so richtig so auf sie aufgepasst. Irgendwie ist es richtig scheiße und ist vorne dran gehangen. Ach, ich musste morgen mal mit ihr reden. Sie weiß, dass ich ihn nicht mag, deswegen. Aber trotzdem. Okay, wir haben ein Loch gefunden, geil. 41 vor noch 9 Level, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir auf 50. Und können wir fast nochmal versuchen, 50 runterzukommen, obwohl das so ein bisschen langwierig ist. Ich glaube schon, weil, keine Ahnung, ich weiß, dass das Minenzeug sau langweilig ist. Deswegen mache ich das so ungern. Obwohl mir jetzt halt ein Zuschauer kommentiert hat, dass ich mir doch einfach, dass ich einfach bei 1 anfangen soll und halt alles auslernen soll. Immer wenn ich runterfall, falle ich halt runter. Und ansonsten verdiene ich ja praktisch Geld. Also ich verdiene ja praktisch dann Geld, indem ich halt alle möglichen Edelsteine mitnehme und verscherbel. Und da kann man am Tag schon 10.000 bis 20.000 machen. Vielleicht machen wir das auch morgen. Das sind wir so richtige Minenschürfer, machen einfach dann unser ganzes Inventar voll den ganzen Scheiß und hauen wieder ab. Okay, ich glaube, ich sollte wieder was essen. Ja, auf jeden Fall war das gestern sehr lustig, weil, ja. Der Typ, der kannte halt keinen, sie kannte kaum jemanden. Okay, wir sind auf 50. Ich weiß nicht, hier gibt es, glaube ich, auch irgendwo eine Powerbeere, wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, bei 255 unten. Aber wir können jetzt rein theoretisch hochgehen. Schauen wir mal, wenn wir jetzt gut runterfallen, dann könnten wir auch noch ein bisschen durchziehen. Aber es gibt so einen gewissen Punkt, ab dem man nicht mehr runterfällt, dann muss man uns suchen. So ungefähr 20 Level und dann ja, geht es wieder ein bisschen runter, aber ja, wir haben eigentlich genügend Adamit und so auch. Ich hole mir jetzt einfach mal das ganze Zeug, was da liegt, so reicher kostet und so. Vielleicht braucht man das ja mal. Aber ja, ja, der Typ war dann gestern eher so eine kleine Behinderung für uns. War tatsächlich nicht das Einzige, was mich irgendwas abgefuckt hat. Zum Glück Kumpel von mir. Da war irgendwie die Ex-Freundin da, die sich von. Ich dachte, das wäre ihr Freund. Er meinte nein. Hat sich auf jeden Fall mit einem Kuss von ihm verabschiedet. Deswegen dachte ich eigentlich schon. Und ja, und dann sind die in Launen aufeinander gehangen und so. Und dann gab es da immer so Gerüchte und ich dachte mir einfach so: Alter, ich hab keinen Bock mehr. Nee, wir holen heute ein bisschen Stein und Holz noch. Das ist dann ausreichend. Das ist, glaube ich, besser. Weil das können wir noch einmal einen Tag holen. Räumen wir mal ein bisschen auf.
Zeit, die können wir jetzt schon aufnehmen. Ach, wir haben sogar noch welche da gehabt. Ja, dann gehen wir jetzt Stein und Holz kloppen, nachdem wir uns ein bisschen in die Quelle reingehockt haben. Boah. Ja, wir können demnächst mal den Hammer upgraden lassen auf dem Triel. Können wir noch was upgraden? Vielleicht die Hacke? Ja, die Hacke und den Hammer. Darüber können wir echt nachdenken. Ich bleibe halt einen Tag lang nicht in die Mine, aber das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Das war ja dann ja eine geschlossene Gesellschaft, ja. Auf jeden Fall haben die halt dann dauernd immer über die geredet und mich hat das so angekotzt, weil ich sie halt nicht leiden kann. Und ich kenne sie halt so noch von früher und so. Und ist sie immer an den dran gehangen und ich, keine Ahnung, wer hat mir eigentlich voll leid getan. Und ja, war lustig gestern. Ich war froh, dass ich da mit war. Dann hatten die anderen so Beziehungsstress. Dann hat einfach ein Typ einen anderen Typen geküsst, so random, weil er so meinte, das machst du eh nicht. Und der hat das dann halt einfach gemacht. Und ich habe einfach so, ja, ich habe ja nichts dagegen, aber so seine Freundin saß daneben. Dann mit einer, die mich andauernd irgendwie beleidigt, also die alle da drin andauernd beleidigt. Und ich weiß nicht, wer die immer anschleppt. Die ist dann mit so einem Typen abgezogen, wo ich mir echt dachte, der Typ ist auch so ein kleiner Unfall irgendwie. Es war richtig krank gestern Abend. Und ich weiß, dass die nächsten Abende nicht mehr so werden, aber ähnlich. Weil ja da noch viel, viel andere Leute kommen. Also es wird nicht mehr so ein kleiner Kreis sein, sondern es wird ein großer Kreis dann sein. Und dann wird lauter Scheiße passieren. Und oh, das, ich weiß nicht, wie ich mir das geben soll. Auf jeden Fall, ich möchte eigentlich immer schon so ein bisschen da sein, weil das schon lustig ist. Und so vor allem am Eröffnungswochenende möchte ich da sein. Und dann, ja, ich schaue halt immer so, wer da ist. Und ich möchte jetzt halt eigentlich keinen Alkohol mehr trinken, wenn ich jetzt in der Schule bin. Weil, ja, ist ja scheiße, ich muss lernen. Ich muss allein hier am Wochenende für Hausaufgabe ich machen musste. Ich musste Symmetrie prüfen von Funktionen. Von gebrochen rationalen Funktionen. War interessant. Ja, was habe ich dann noch so machen müssen? Ja, Deutsch habe ich einfach irgendwelche Wörter unterstrichen. Und ja, war schon interessant. Und jetzt muss ich ja halt meine Buchpräsentation noch machen. Ich habe gerade angefangen, das zu machen, dann hatte ich keinen Bock mehr, nachdem ich stream lieber. Weil ich brauche ja Folgen. Und ich muss wirklich auch schauen, dass ich nächste Woche irgendwie mal zum Stream komme, dass wir hier weiterspielen können. Und Pumpkin Days läuft, glaube ich, auch nur bis Ende des Monats. Das ist auch nur eine Woche. Oh, es ist schon 22:30 Uhr. Ich glaube, ich sollte langsam mal schlafen gehen. Ich bin so lange in der Mine, in der Quelle drin gehockt. Es tut mir leid. So, morgen ist dann die gute, die Dings wieder da, die Lu. Dann kriegt die Lu von mir auf jeden Fall wieder ein Curry-Udon, dass sie mir wieder Rezepte schenkt. Die Erntegöttin kriegt von mir Dingsies. Hab selbst nächste Woche noch Urlaub. Boah, cool. Ich will auch Urlaub haben. Ich hatte ja vor allem gar keinen Urlaub, wenn man das eigentlich so sieht, aus der Woche Italien hat. Ansonsten hatte ich ja gar keinen Urlaub, weil ich ja einfach andauernd arbeiten war, wenn ich eigentlich Urlaub haben sollte. Gut, dann speichern wir mal und gehen schlafen. So, 320 für Tierprodukte. Erstmal ein bisschen Popcorn zum Frühstück. Yay. Oh, morgen ist leichter Schneefall. Gott, dann sehen wir morgen das Event mit der Marie nicht. Ah, das ist ja nicht schlimm. Okay, das ist fertig. Dann brauchen wir kurz mal eine Bürste. So. Ist eigentlich mal kleine Schabschar wachsen, weil ich glaube, dass sich die doch immer. Also Chantal schwanger. Und Loki, ich glaube, das ist noch ein kleines, oder? Ja, das ist noch kleiner als das andere. Okay, müssen wir mal schauen wegen Loki, dass wir das halt dann, wenn es erwachsen ist, dann auch schwängern.
damit wir die eine Errungenschaft mit 8 Schafe im Stall voll kriegen. Dann verkaufen wir halt die schlechtesten. Boah, du bist jetzt Platz 3. Das heißt, du hast Redfish überholt. Uhu. Krass. Level 32. Und du bist auch erst seit 2, 3 Wochen dabei, gell? So lange ist es auf jeden Fall noch nicht. Dann werfen wir mal der Erntegöttin ein paar Blümchen rein. Werfen. Oh nein, ich sehe schon wieder, was los ist. Ja, einen Moment. Stream beenden. Stream starten. Ja. Ich freue mich über deine Aufgabe. Gefällt mir sehr. Danke. Hallo, ja, ich bin immer hier. So, dann gehen wir gleich ins Gasthaus, würde ich sagen, dass wir die Lu sehen. Beziehungsweise ich kann ja hier schon mal die ganzen Sachen, die hier sind, diese ganzen Baumstämme und so mitnehmen. Aber die Mithril-Hacke für den Frühling wäre echt geil. Also wäre ich eigentlich voll dafür. Natürlich für die Steine auch, dass wir ohne Probleme mal den Weg frei machen können, aber die Hacke, das hätte auch was Wichtiges eigentlich. Gehen wir mal ins Gasthaus. Okay, die Jennifer rennt da rum. Ist die Lu denn schon da? Ja, das ist ein Hallöchen, Lu. Was brauchst du von mir? Ich wollte dir nur ein Curry und Ron schenken. So ganz simpel. Boah, das ist Fingerschlecken gut aus. Das kriege ich. Ich werde einen einzelnen Bissen genießen, darauf kannst du Gift nehmen. Sehr verbunden. Kenne doch. Okay, die haben mir gar keine Rezepte gegeben. Brauche ich. Naturgäste sind hier noch am Arbeiten. 3 Tage und du hast nur wahrscheinlich nur 2 Tage, ja. Gut, dann nehmen wir, denke ich, jetzt ein paar Materialien mit, gehen dann kurz in sein Haus und dann gehen wir in die Wintermine, stopfen uns die Taschen voll und gehen dann wieder raus. Ich glaube, da brauche ich dann auch nichts zum Essen mitnehmen. Oder vielleicht ein bisschen was so. Ein Curry Udon oder so, dass man das halt schnell essen kann. Zwei. Ja, dass man halt unsere Taschen schön vollstopfen kann. Dann wieder nach oben gehen können. Aber auf 50 müsste nämlich Alexandrit sein, was auch 10.000 wert ist. Ich dachte, es ist 100.000 wert. Das ist ja immer noch ein Scherz. So. Hallo, Jennifer. Wir haben schon über die Hälfte des Monats geschafft. Ich weiß, der Monat zieht sich übelst durch diese Mine. Sonst sind ja die Monate immer richtig schnell vorbei. Ah, der Winter, der zieht sich. Ich finde den Winter ganz schrecklich. Habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt. So. Dann aber daran. Aber wir müssen so ein bisschen Geld sammeln, weil ich weiß, dass ich unser Feld upgraden muss und dass wir noch eine Powerwährung zu kaufen müssen. Könnte ein Problem werden. Jetzt legen wir uns mal ein bisschen in die Mine rein, dann gehen, in die Quelle rein, dann gehen wir oben in die Schneemine. Und dann geht's auf. Ein bisschen Geld verdienen, da denkt sich wahrscheinlich der Zack so, ja, wo ist der Geld hin? Oh. Ja. War auf jeden Fall gestern richtig interessant, der Abend. Ich habe vegan Feta gegessen und wir haben da auch gegrillt. Naja, also gestern Eifersuchtsdramen waren ohne Ende da. Und auch ansonsten war es sehr interessant, was da abging. Und dann jetzt dann immer bis um 4 Uhr nachts hatte ich Scheiße offen. Also wenn du nirgendwo mehr hingehen kannst, da kannst du dann hingehen. Wird bestimmt lustig werden. Und ich denke, ich werde auch in nächster Zeit öfter feiern gehen. Leider zu euren Leidwesen, glaube ich, immer, weil ich dann halt nicht so zum Stream komme. So, ich will gleich Punkt 50 starten.
Okay, das ist wirklich das Stockwerk, da gibt es Alexandrit. Die Chance, dass man es findet, ist gering, aber wenn man es findet, dann gibt es Money. Aber ich weiß nicht, ob ich das finden will. Ich glaube nicht. Weil die Chance, dass man das findet, ist, glaube ich, 1%. Ist. Oh, okay, doch. Okay. 54, gut, da kann ich es sammeln. Oder gibt es hier auch nichts? Ach, hier gibt es schon was. Blaue Steinchen gibt es hier, okay. Und nicht langweilig. So, 57. So. Alter, darf ich jetzt schon wieder fressen? Wie war das mit meinem Plan? Ich nehme ein, zwei Essen mit und dann komme ich da schon locker durch, mache mir die Tische voll und dann verschwinde ich da wieder. Plan geht nicht auf. So. Plan geht eindeutig nicht auf, jetzt noch 120 Leben. Okay. Versuchen wir mal da zu gehen, da wo ich gerade was abgebaut habe, weil dann weiß ich, da ist sicher kein Loch. Also eine Treppe kann natürlich dann da schon sein, also unwahrscheinlich, aber möglich. Aber ein Loch ist das safe nicht, wenn ich da keinen Stein abgebaut habe. Deswegen immer schön auf Steinen gehen, wenn man nicht runterfallen will. So. Ja. Weißt du, du bist K.O. Wir machen nur noch die Tasche voll, dann gehen wir da wieder raus und verkaufen wir das alles. Also ich denke nicht, dass wir dafür überhaupt 10.000 kriegen, aber wir können es ja einfach mal ausprobieren, was praktisch mit einmal Energie da rein, was das bringt. So, es geht nach unten. Okay, wir sollten aber einen Cut machen und ich gehe hier raus. Bis zum nächsten Mal. Bye.